So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Ich habe mal wegen der Saat nachgelesen. Und zwar die uralte Saat, die produziert immer im 7-Tages-Rhythmus weiter. Und davon haben wir ja noch einen zweiten Samen, beziehungsweise zweites Saatgut. Das werde ich direkt heute auch anpflanzen. Weil dann, wir brauchen ja 5 für dieses Bündel. Dann ist 5 gar nicht mal so eine schlechte Zahl, weil es ja weiter produziert. Ich dachte, es wäre wie die süße Edelsteinbeere, dass sie nur einmalig erntbar ist. So, und dann hätten wir schon mal 2 dieser 6 Sachen abgeerntet. Und der Kaviar fehlt dann auch. Da werde ich heute zu Robin gehen und mal schauen, was die für diese Fischzucht-Dings haben möchte. Dass wir das einmal bauen. Oh nein, die Pilze, nein, meine Pilze. So. Braucht natürlich ewig zum Wachsen. Aber da ist Nummer 2. Vielleicht finden wir ja nochmal ein Saatgut und dann können wir da noch mehr anpflanzen. Genauso brauche ich natürlich weiterhin Saat für süße Edelsteinbeeren. Dass wir die auch noch ein bisschen anpflanzen können. So, oh, schön viele Produkte. So, danke ihr lieben tollen Tierchen. Und immer fleißig weiter produzieren. So, was? Ein Monat hat schon ein Herz. Ach, schön. 2 Monate und hat 3,5 Herze. 3 Herzen. 4. Okay, ist ganz unterschiedlich irgendwie, wie die Herzen bekommen. Alles klar, gucken wir noch hier einmal schnell rein. Oh, die haben ja auch nochmal eine Entenfeder. Hatten wir nicht gestern auch schon eine? Naja, auf jeden Fall schön produziert. Dankeschön. So, oder muss ich noch nachlesen, wie man Schattenmayonnaise produziert und so. Also Kaviar ist klar, das kommt durch die Fischzucht oder wenn man Fisch irgendwie in so eine Maschine reinsteckt. Wein ist auch klar, Dinosaurier-Mayonnaise. Das ist mir unklar. Die Scherbe, die haben wir ja allerdings auch wieder. Und ich glaube, die haben wir ja schon mal verschickt, ne? Kann das sein? Ne, die haben wir noch nicht verschickt. Haben wir die nicht? Ach doch, hier. Haben wir schon 5 gefunden. Ja, dann mache ich auf jeden Fall den Schattenlachs und die prismatische Scherbe einfach. So. Genau, dann hätten wir schon 2 dieser Dinger. Die sollen wir mal hier was Gutes produzieren. Dann schmeiße ich die Weintrauben nochmal rein. Genauso das. Wie viele Saaten haben wir? Eine. Lohnt sich noch nicht so wirklich. So, alles hier rein. Ach, ist das schön. Das produziert schon richtig viel. So. Dann einmal auf zu Robin. Dann gehen wir auch nochmal in diese Artefakthöhle rein, würde ich sagen. Und ja. Ja. Ich sammle hier noch kurz das Zeug. Oh nein, Schnee ist im Weg. So, wie komme ich jetzt am besten zu Robin? Durch die Minen. Und das Fischen, das hat sich jetzt erstmal wieder für längere Zeit erledigt. Also weg mit dir, blöde Angel. Außer zum Artefakte suchen. Das sollten wir vielleicht noch machen. Oh, und das Nachtfischen, das ist ja natürlich dann auch nochmal irgendwann. Aber noch nicht heute. So, hi Robin. Ich brauche Gemeinschaftsverbesserung. Du willst per mein Haus bauen? Nee. Nee. Okay, wir können ihr ein Haus bauen. Ach stimmt, dann hat die keinen Wohnwagen mehr. Okay, das Holz, das ist kein Problem. Die 500.000, die sind mir allerdings ein kleines Problem. Das möchte ich noch nicht so raushauen. So, 200 Stein, 5 Seetang und 5 Grünalgen. 200 Stein, Seetang, Grünalgen. Dann brauchen wir doch noch richtig fett Kohle. So ein Scheiß. Ja, dann mache ich. Ne, dann scheißen wir jetzt heute auf diese Artefakthöhle. Dann mache ich einfach heute unser Feld erweitert. Ja, wir wollen ja hier keine Wohnwagensiedlung sein. Wir wollen ja hier
eine schöne Gemeinde sein. Unterstützen wir alle Pam, also mit allem meine ich mich, weil irgendwie kein anderes Schwein da irgendwas dazu spendet. 5 Seetang und 5 Algen und 200 Steinis. So, 200. Die 50. 100. 150. 200. Alles klärchen. Komm, ich geh nochmal. Nein, Moment. das da wollte ich benutzen. So, oh super, Download abgeschlossen. Schön. Ja, geh weg. Krokus. Wir können eh nichts schenken. Also, auf zu Robin. Aber da ist Alex, mit dem können wir noch sprechen. Es gibt ja auch Bonuspunkte, wenn wir mit den Leuten reden. 8 von 10. So ein Scheiß. So, jetzt Robin. Darfst gleich weiterarbeiten bei mir. Hofgebäude. Ich hätte gerne den Teich. So, wo... Wie wird er gebaut? So. Okay. Machen wir den mal da oben hin? Ja, da komme ich nicht mehr vorbei, ne? Ich weiß nicht, wie... Hier oben wäre da eigentlich schon ganz gut. Bau nicht möglich. Gut, wir können den ja verschieben. Also mache ich den mal hier hin. Bis die ihn gebaut hat und dann kann ich ja danach immer noch verschieben. Okay. Gut, die baut mir jetzt einen Teich. Dann kümmern wir uns mal um den Großteil unseres Hofes. Ich soll doch hier eigentlich eine Stelle machen, wo wir normale Bäume haben. So für die Eichenharz und... Und so Zeug. Und jetzt gehe ich erstmal kurz zum Joja-Markt noch. So, sneak mich rein. Ja, du willst hier meinen Schattenlachs. Nimm ihn. Und meine Scherbe. Nimm sie. So, Wein sollte ja kein Problem sein, theoretisch. Kaviar und dann... Höchstwahrscheinlich wird es die alte Frucht. Nach einer Ewigkeit. Außer ich weiß, wie man Dinosaurier-Mayonnaise herstellt. Keine Ahnung. Schattenmayonnaise könnte ich noch googeln, aber Dinosaurier? Hm. Okay, wichtige Events in nächster Zeit. Absolut nicht. Fest des Eises am 8. Gut, es habe ich mal in seiner... Oh ja, eine Cutscene. Erstmal wieder in seiner Werkstatt. Werkstatt. In seinem Krankenhaus. Ich hab's so satt, diese Proben vorzubereiten. Ja, dann machst du kaputt. Ja, oh nein! Die ganze Probe ist ruiniert. Harvey wird mich umbringen. Cool, dann lasse ich euch beiden mal allein. Peter, was soll ich tun? Sammeln wir es vom Boden auf, er wird keinen Unterschied merken. Ja, das ist meine Schuld. Es war ein Unfall. Du hast recht, ich sollte ihm einfach die Wahrheit sagen. Was passiert? Ich habe was klirren gehört. Ich habe versehentlich eine der Proben fallen lassen. Es tut mir so leid. Oh, mach doch nichts, du bist gefeuert. Nee, danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Oh, mach dir keine Sorgen wegen der Probe. Wir nehmen einfach eine neue. Danke, dass du Geduld mit mir hast, Dr. Harvey. Natürlich, du bist ja eine große Hilfe. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Ha, sie könnte noch mehr Scheiße bauen, weil sie ist unentbehrlich. Peter, du siehst ein wenig blass aus. Geht's dir gut? Ja, ich muss nur fast kotzen. Es ist mir zu schnulzig hier. Hallo, Harvey. Ernährung ist wichtig. Ja, ich weiß. Hier, deswegen kriegst du was zu essen. Mag uns mehr. Mensch. Oh, Penny ist beim Arzt. Was hast du denn? Du willst reden? Hier? Was? Nein. Ja, Gunther wird die ausstellen. Ja, die haben immer noch dieselben
Medikamente. Elliot, mit dir müssen wir auch noch reden. Hi, atme tief durch. Hast du ihn bemerkt? Das ist der Geruch der See. Oh. Hat mich berührt. Hm. So. Mache ich es als Ziel, jetzt im Winter noch Ebene 100 der Schädelhülle zu erreichen? Ich bräuchte eine Glücksmahlzeit. Ich bräuchte mehrere davon. Nicht nur einen würzigen Aal. Ich bräuchte richtig fett Glück. Ich bräuchte auch Treppen. Ha. Ich nehme jetzt erstmal hier die Sprinkler weg. So. So. Dann muss ich mal gucken. Auch wie wir das hier mit den Dingern machen. Wenn ich jetzt... Ich will eigentlich schon einen schönen Hof machen. Also hole ich mir von drin mal kurz die Pflastersteindinger. So, alle raus. Holzzaun von mir aus auch. So. Falsch, Moment. Ich wollte ja noch die Iridium-Sprinkler. Goldbarren, Iridium-Barren, Energie. 9 und... Und. Batterie. Oh, davon brauchen wir bald auch wieder neue. So, 9 Iridium-Sprinkler. Alles klar. So. Die muss ich ja hier hin pflanzen. Dann wird das Feld bis dahin gehen. So. Ja, komm, ich mach das so. So. Das nächste Feld. Da haben wir kein extrem Riesenfeld, aber ein ganz angenehmes. So, wie mache ich das jetzt mit den Vogelscheuchen am besten? Die sollten ja schon 8 Felder ungefähr. So, mitten im Weg aufstellen ist kacke. Soll ich vielleicht, was jetzt eine Überlegung wäre, so einen Dreierweg hier reinbauen? Dann kann ich die perfekt hier in die Mitte hauen. Dann komme ich vorbei, man sieht noch was vom Feld. Vor allem hier ist es schön mit der Tür. Ich glaube, das mache ich so. Dann sieht das voll toll aus. So. Also, Hier noch so ein Dreierweg. So. Sehr schön. Da kann ich die Dinger hier auch immer eine Reihe nach vorne noch bringen. Ja. Ja, das mache ich. Okay, im Moment. Erstmal den Weg hier durch. Da-dam. Zack, zack. So. Okay, der nächste Sprinkler ist... Dann kommt hier noch so eine Vogelscheuche hin. Moment. So, einmal her mit dir. So. Der nächste... 3, 4... Hier hin muss der. So. Genau, Sprinkler. Da kommen hier wieder 3 Pfade. So, und dann mache ich das mal hier weg. Es wird langsam Abend, aber egal. So, der Sprinkler, der kommt hier hin. Dann ist der Weg... Ah, perfekt hier. Oh, das sieht gut aus. Okay, dann können wir hier noch einen Weg machen. So, oh, der Winter ist perfekt gerade, um das hier umzusetzen. So, ganz viel Pflastersteindinger.
So, dann kommt hier in der Mitte nichts. Und die hier brechen wir wieder auf. So, so, so. Theoretisch will ich meine Tiere eigentlich auch in meiner Nähe haben. Ich mach mal das hier auch gleich weg. Weil das gefällt mir nicht. Die will ich alle eins näher dran haben halt bei mir. Die Dinger. So. So. Okay, so die beiden Bienenhäuser. Zack, zack. Das Ding. Das Silo lasse ich dann von Dings verschieben. Die Vogelscheuche brauchen wir gerade gar nicht. Dam, dam. Dam, dam. Die Bäume da oben, die mache ich dann auch weg. So, dam, dam. Dam, dam. Oh, es wird wirklich dunkel. Dam, dam. Und dann passen die auch schön in eine Reihe. Dam, dam. Okay, gut. Passt soweit, passt soweit. Dann wir hier noch die Vogelscheuchen weg. Stellen hier eine rein und hier. Dann haben wir hier nochmal ein Feld. Dam, dam, die, da, dumm. Dam, da, dam. So, einmal hier hingestellt. Okay. Ich mach mal kurz alles weg. So, theoretisch wären ja hier dann auch wieder drei Dinger. Blitzableiter mache ich. Da stelle ich mal kurz hier in die Gegend rein. Also das Silo, das verschieben wir noch eins nach vorne. Glaube ich. Oder das verschieben wir einfach ganz woanders hin. Heuballen brauchen wir bald wieder. Das verschieben wir ganz woanders hin. Die Bäume hier reiße ich wahrscheinlich auch ab. Und dann machen wir hier ein Aquarium hin. Oder so. Oder nicht? Und dann mache ich, glaube ich, den Stall der Tiere, den erweitere ich hier rüber. Oder verschiebe ich es doch noch eins nach links? Warte mal. Wir hätten ja theoretisch... So, 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 so. Vogelscheuche noch? Was wären das? Das wären jetzt hier... Das wären genau 5. Ich könnte die Tiere näher zu mir bringen. Ich könnte aber auch das Ding noch eins weiter darüber bringen. Oder 2. Ja, dann machen wir doch das. Guck mal, dann reißen wir hier den Zaun ab. Und machen den... Warte mal. Dam, 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 dam. Dam. Ja, ich muss beides verschieben. So. Es wird spät. Oh, scheiße, schon 0 Uhr. Ich muss das alles noch ein bisschen verschieben. So. Dann passt es aber so eigentlich ganz gut von der Breite der Felder. Das Silo, ja, das muss ich alles wegverschieben. Die Bäume hier oben, die mache ich auch weg. Und stattdessen mache ich da wahrscheinlich einen Angelplatz hin oder so. Okay, aber wir haben schon mal so einen guten Anfang für unsere Farm. Gut, ab in die Haier. Dann machen wir morgen damit weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.